Ja, heute gibt es mal wieder einen neuen Nerfblaster und zwar stelle ich euch aus der Mega-Serie die Double Breach vor. Könnt ihr zum Beispiel auf Amazon bestellen. Das hier ist aber dann die EU-Version. Erkennt ihr daran, grauer Trigger und die schießt halt nur 23 Meter, meine ein bisschen weiter. Das Ganze kostet um die 32 Euro. Wer sich das nochmal anschauen möchte, Link zu stehen, wechselt unter dem Video. Ja, und so sieht die Verpackung der Double Breach dann aus. US-Version erkennt man dann hier 27 Meter. Plus der orangene Abzug, Plaster Darts, Rückseite, jo, bunte Bilder und einige Infos. Und dann packen wir den Plaster doch mal aus. Ja, dann haben wir jetzt hier den Plaster. So viel zu zeigen gibt es eigentlich nicht. So schaut er aus. Grau, rot, orange. Bisschen dunkelgrau. Und Aufschrift Double Breach. Mega-Serie von Nerf, man hätte es nicht gedacht. Ja, ist eigentlich super simpel einfach. Ihr habt so einen Darthalter hier, der hat sich schon mal in der Verpackung extra versteckelt. Den macht ihr hier an der Seite so rein. Einfach mal reinschnackeln. Und da könnt ihr jetzt 4 Elefantentampons als Reserve dran machen. Das schaut dann so aus. So, akkurat hier. Sehr schön. Ja, zum Laden ist eigentlich super einfach. Einmal anpacken, einmal nach hinten. Jetzt könnt ihr hier das Türchen aufmachen, das ist wie beim Weihnachtskalender. Und dann werden jetzt die dicken Darts hier reingeschoben. Pupp. So, zack. Ja, Klappe zu, Affe tot. Und dann könnt ihr die Darts jetzt verschießen. So, da wollen wir mal. Puh. Peng. Jetzt könnt ihr auch schon wieder nachladen. Das ist halt, ja, was mir nicht so gut gefällt. 2 Schuss. Ihr habt auch Slamfire. Das heißt, ihr haltet einfach mal den Abzug. Ja, muss ich gleich zeigen. Moment, ich muss gerade noch mal 2 rausballern. Hydrosoldat. Ah. Na, was war das? Ja, der hat manchmal das Problem, wenn man die Darts nicht weit genug reinsteckt, dass sie da nicht rausfliegen. So. Peng. So, jetzt wollte ich sagen, Slamfire hat er natürlich auch. So, rein mit dir. Rein mit dir. Und dazu halten wir jetzt den Abzug gedrückt. Und dann könnt ihr beide rausschießen. Das weiß ich gar nicht, ob das so gewollt ist. Oder ob ich so ein Zauberer bin. Muss ich gerade nochmal ausprobieren. Ich konnte mich nämlich gerade nicht zeigen, ich laufe nämlich rum wie so ein Assi daheim in der Joggingbox und so, gell? Wer mit der Joggingbox rumläuft, hat mit seinem Leben bereits abgeschlossen, na, wer hat's gesagt? So, ich wollte sagen, ich halte jetzt mal den Abzug gedrückt und dann, zack, das schießt doch beide raus. Alter, was ist denn das? Habe ich wieder so einen super geilen Montags, ich bekomme den aus den USA Plaster, nochmal. So. Jetzt schieße ich einmal. Jetzt kamen wieder beide raus. Also, keine Ahnung, ist ja doch jetzt zu doof. Wie gesagt, so schaut er aus. Optisch gefällt er mir ganz gut. Farbe ist auch nichts zu bemängeln. Aber halt diesen 2 Schuss ist persönlich überhaupt nicht mein Ding, weil zu oft nachladen und ich habe mehr so Strife oder Retaliator-Style. Das macht halt mehr Spaß, wenn man da schön die Magazine leer ballern kann. Nichtsdestotrotz, Double Breach, US-Version, wollte ich euch mal zeigen. Und das war der Test von YouTube. Dann gut, tschüss, bis zum nächsten Mal.